Genau, kostet 10.000. Hat auch Einfluss auf die Touristensteuer, steht da. So, mal schauen, da können wir auch gleich wählen. Also Exporte fördern ist im Moment nicht interessant. Ah, schau an, der Exportgewinn erhöht sich um bis zu 20%. Also hätte uns teilweise natürlich auch schon früher was gebracht, das Gebäude zu bauen. Aha. Freie Handelszone. Den Brief nicht ganz verstanden. Also haben wir ein großes Schild angefertigt. Die Ausgabe für Importe können um bis zu 30% verringern. Ja, also ich denke, das ist momentan das Interessante. Touristengebühren für später vielleicht. Zollgebühren. Papaya wird zu Gold. 0% eines jeden Exports. Ah, da eben ein bisschen aufs Schweizer Konto. Ah, da wird aufs Schweizer Konto abgezweigt. Okay, ja, also ich finde, ein Zollamt gehört auch an den Hafen. Ich hoffe, ihr stimmt mir dazu. So. Ist natürlich die Frage, ob das hier überhaupt Sinn macht. Ich würde sagen, nachdem ich es noch... Ich pausiere das jetzt auch mal. So, Pause, Pause. Dann wird hoffentlich nicht mehr dran gebaut. Und die sollen mal zuerst das Zollbüro machen. Einfach, weil es die Story gerade so vorsieht. So, ich hoffe, die haben es kapiert, dass da Pause ist und... Ja, sie haben es kapiert. So, da wird jetzt fleißig gebaut. Ich lasse es mal stehen, weil, ja, im schlimmsten Fall reiße ich es ab und bekomme eh das ganze Geld wieder. So, ja, eben schnell bauen. Da müssen wir uns noch ein bisschen unterhalten. Da wird sicher die eine oder andere Situation geben, wo man sich das schön ausrechnen kann, ob es was gebracht hätte oder nicht. Wir sollten jetzt fortschrittliche Industrien aufbauen, Partner. Bauen Sie eine Konservenfabrik und aktivieren Sie den Kaffeeimport über das Infofenster des Gebäudes oder den Abschnitt Import des Journals. Dann Import, okay, Import aktivieren. Also, Kaffee in Dosen aus der Karibik sind sehr beliebt. Okay, wir müssen mindestens 1000 Einheiten exportieren. Exportieren Sie 1000 Dosen Kaffee. Das heißt, die Zigarrenfabrik ist schon mal hinfällig. Sup, kommt weg. Oh, jetzt haben wir 20.000 bekommen, genau, schau an. Also, den Bauplan haben wir umsonst bezahlt, aber was soll's. Also, Kaffee in Dosen, schätze ich mal, braucht es eine Konservenfabrik. Dann kommt die hier mal hin. So, im Zollamt arbeitet momentan niemand. Gute Gelegenheit, um wieder mal zu schauen, ob sich da jetzt was geändert hat. Ah ja, jetzt schaut es schon besser aus. Offene Arbeitsplätze 7. Allerdings kann ich mir hier leider keine Details anschauen. Das ist ein bisschen schade. Kann ich das sonst irgendwo... Vermutlich nicht, oder? Nö. Okay, ja, in dem Fall 4 arbeitslose Frauen. Warum das? Weil alle Posten, die momentan offen sind, offensichtlich nur für Männer vorgesehen sind. Genau. Also auch irgendwie... Ja, das sind eben im Prinzip hier die meisten... Ja, dann werden wir uns mal wohl oder übel zumindest mal 2 Auslandsexperten holen. So, und jetzt mal auch parallel dafür sorgen, dass wir mal unsere Leute ein bisschen zufriedenstellen. Und mal die Grundversorgung aufbauen. So, diesmal lasse ich da ein bisschen, oder soll ich da ein bisschen Platz lassen? Ja, um den Präsidentenpalast rum möchte ich ein bisschen Platz lassen. Hier die Kirche, die macht sich eigentlich da gegenüber vom Präsidentenpalast schon halbwegs gut. Die braucht man auf jeden Fall. So, Handelspreis für natürliche Rohstoffe um 30% gesunken. Handelspreis für Kaffee in Dosen um 50% gestiegen. Na, so ein Zufall. So ein Zufall. Ah ja, auf Pause wird nicht viel passieren. Und ich gebe auch gleich eine Klinik in Auftrag und... Soll ich die da hinten? Ja, ja, die passt da ganz gut. Und für Unterhaltung sorgt mal... Ein Restaurant.
Das ist eher Vorpriorität, genau. Einfach mal die Grundversorgung sicherzustellen. Müssen wir dann noch ein paar Experten engagieren. So, da kommt das erste Schiff. Ich stelle jetzt mal... Da ist eher 5000 jetzt mal gestellt. Marktplatz ist eh noch keiner gebaut. So, zwei Experten, das sind die, die ich da gerade haben sich noch welche eingefunden von den 15 Einwanderern. Ja, hätte ich ein bisschen warten können. War ich wieder mal zu ungeduldig. So, aber ich würde jetzt sagen, grundsätzlich gehe ich jetzt mal schon überall mit dem Lohn rauf. Und hier noch eine extra Portion im Baubüro und eine extra Portion im Hafen, weil die sind im Prinzip die, die mir momentan am wichtigsten sind. Das müssen wir uns einfach leisten können. So, jetzt, freie Handelszone ist eingestellt, das passt. 16% immerhin schon, also da sind ein paar fähige Leute unterwegs, das ist super. Passt. So, die Projekte da drüben nicht vergessen, aber solange es jetzt so läuft, lasse ich das mal. So, ja, dann nutzen wir die Gelegenheit mal ein bisschen zum Zoomen und schauen uns mal die Sachen an, die wir noch gar nicht gesehen haben, wie eben das Zollbüro, das ich... Naja gut, die Einfahrt war auf der Seite, von dem her habe ich es nicht anders hinstellen können. So, da ist einer hungrig, oder wie sehe ich das? Ein Zollbeamter. Wo sehe ich denn? Bin schon wieder nicht da. Nahrung. Ja. Okay. So. Die Konservenfabrik ist fertig. Also dann in dem Fall Importe zulassen, würde ich mal sagen. Möchten nicht zulassen, dass Kaffee, Fisch und Ananas importiert werden. Nicht mehr als 500 von jedem Rohstoff werden geliefert. Zulassen. Und jetzt aber möchte ich ja... Es steht jetzt schon, okay, jetzt eine Frage, warum steht das jetzt schon auf, wieso werden da jetzt schon 5000 prognostiziert, wenn da geheißen hat, maximal 500 pro Schiff. Weiß nicht, wer es sonst noch importiert. So, jetzt müssen wir uns einmal anschauen da. Jetzt Kaffee, genau, Kaffee importieren wir aus dem Mittleren Osten. Aber ich kann nicht einstellen, wie viel, oder? Nein, nur das importiert wird. Luxusgüter, Mais, Ananas. Sollen wir jetzt vielleicht mal nur Kaffee importieren? Ich importiere jetzt mal alles, oder? Nur Kaffee. Bin mir gerade nicht sicher. Also ich würde sagen, im Moment wäre es gefragt, nur Kaffee zu importieren, oder? Ich will keine Ananas und ich will auch ehrlich gesagt keine Luxusgüter. Und kein Mais. Kein Uran. Ich will auch kein Uran importieren. Sondern nur... Fisch auch nicht. Nur Kaffee. Ja. Wahrscheinlich schaut das aus mit den Importkosten immer noch 5000. Nächstes Schiff in 2 Monaten. Muss ich da runterdrehen. Weil es hat doch geheißen, maximal 500 pro Ware. 6.000. Mal schauen, wie sich das entwickelt. So, warum arbeiten jetzt schon wieder nur... jetzt sind sie schon 3 wieder. Okay, da ist voll. Ist auf der anderen Seite gut, aber die haben noch nichts zum Arbeiten. So, Packhaus... Plus 25 Produktion, das hau ich gleich rein. Kostet 3000, das passt. So, jetzt mal schauen, was importiert wird. 4000, naja, mal schauen. Handel. Spitzenimporte. Kaffee. Was ich geheißen, maximal 500 pro Schiff. Jetzt haben die um 5000 Kaffee importiert, oder wie? Okay. Viel. Jetzt gehe ich mal echt manuell runter auf die 500. Ja, protestieren schon ein paar, aber verstehe ich.
So, das läuft mal. Es gab Aufstände, nachdem die Armee versucht hat, Pfarrer Esteban gewaltsam aus einer Bar zu holen, damit er die Messe in der neuen Kirche abhält. Ja, bitte, mach das. Seitdem werden einige Soldaten vermisst, vermutlich betrunken. Der Pfarrer sagte Folgendes. Ach, so einen, aber einen großen. Vorsichtshalber. Ja, ich denke, dem nächsten Schiff. Wann kommt das nächste Schiff? Ein Schiff näher sich dann haben. Gut, dann warten wir das noch ab. So, die... Ah, da läuft eh schon. Kirche läuft, Klinik läuft. So, da gibt es eine neue Aufgabe. Hola, Presidente. Wie Sie wissen, kann ein Hafen nur eine begrenzte Anzahl von Importwaren aufnehmen, wenn ein Schiff ankommt. Bauen Sie einen weiteren Hafen. Das nehme ich natürlich an, weil ein Hafen kostet nie und nimmer 20.000, hoffe ich zumindest mal. Hoffe ich, bin mir jetzt gar nicht sicher, was kostet ein Hafen? 6.000, also eigentlich 4.000 mit dem Bauplan, 6.000. Hoffentlich passt der daher, der passt daher, sehr gut. Dann kommt da unser zweiter Hafen her. Na. Und ein Parkhaus, versteht sich. Dann werden wir bald mal vermutlich so ein zweites Fuhrparkbüro brauchen. So. So, so, so. Ihr seid hoffentlich fleißig. Jawohl. So, jetzt sind die Bootkosten ein bisschen runter. Also ich lasse jetzt mal auf 500 und schaue einfach, wie sich hier der Lagerstand entwickelt. Ja, das wird schon... hinhauen, hoffentlich. Mal schauen, ich glaube, muss ich noch ein bisschen ins Gefühl bekommen. Aber das bringt schon mal massig Geld da. Export 13.000, nicht schlecht. Ich glaube, von dem Tourismussektor können wir uns dann wirklich wieder trennen. So. Meine Leute sind unzufrieden mit Wohnung und Freiheit. So, Freiheit. Zum Mittleren Osten haben einen neuen Tiefstand erreicht. Solange der obere und untere Osten auf unserer Seite ist, geht das in Ordnung. Naja. Eine Weile werden wir wohl keine Kamele mehr erhalten. Kamele? Wo? So, ich baue jetzt mal eine Zeitung, weil mir ist die Freiheit einfach wichtig. Ah, direkt neben das Restaurant. So, und weil jetzt gerade ein bisschen Geldmangel ist, reiße ich das Zeug jetzt wieder ab. Gibt's ein bisschen was zurück. Ah, die Exporte ganz vergessen. So. Ja, Eingangslager ist immer noch relativ gut gefüllt. Mal schauen. So, da wird auch fleißig gebaut. Dann braucht als nächstes Wohnungen und da hat sie geheißen, mal ein bisschen die Erlässe wieder durchschauen. Also, ich würde mal sagen, die soziale Absicherung, die mache ich einfach grundsätzlich immer. Dann Brot für das Volk, da soll ich das auch eben grundsätzlich gleich machen. Ja, kostenloses Wohnen. Müssen wir schauen, wie es mit dem Ansehen ausschaut. Ja, die ganzen rechtlichen Sachen, da brauchen wir ein Ministerium und auch Auswärtiges Amt. Irgendwo. Genau da die Entwicklungshilfe. Die habe ich komplett übersehen, gebe ich zu. Die hat es nämlich schon gegeben beim Tropico 3, nämlich dauerhafter Rabatt auf Kraftwerke, Flughäfen und vor allem Mietshäuser und Apartments. Also das wäre schon eine sehr wichtige Entwicklungshilfe, hat auch der liebe Snake 84 gesagt, auf jeden Fall die Entwicklungshilfe annehmen. Bin zwar einer, der ungern Hilfe annimmt von außen, aber in diesem Falle muss man das fast machen, weil 50% dauerhafter Rabatt ist natürlich gewaltig viel. Heißt, in der nächsten Folge werden wir uns um das dann kümmern, weil Folge ist jetzt vorbei. Mache ich es ganz kurz und verabschiede mich auf die Schnelle. Tschüss, ciao und wir denken...